coole Videos um 19 Uhr mit der abgesagtesten Band der Welt, Leger. Schöne Leute vor dem Bildschirm. Denn, und dahinter. Achso. Denn es ist das große Finale zur größten Corona-Hit-Meisterschaft, die wir je veranstaltet haben. drei Lieder haben es geschafft ins Finale. Drei Lieder haben ihre Drittelfinals gewonnen. Ihr habt dann jetzt die Möglichkeit abzustimmen, welches davon der größte Corona-Hit ist, oder ja, ist, den wir geschrieben haben während dieser Zeit. Wir haben natürlich auch noch andere Lieder gemacht während dieser Corona-Phase, die auch ein bisschen was mit dem Thema zu tun hatten, die wir aber irgendwie nicht als Corona-Hit gewertet haben, die wir aber trotzdem natürlich nicht vergessen haben. Ein Lied, das wir immer gesungen haben, und vielleicht habt ihr es ein bisschen vermisst und möchtet jetzt ganz kurz mitsingen, ein letztes Mal. Gibt's die Isolationsvorschrift noch? Isolationsvorschrift noch? Isolationsvorschrift noch? Gibt's die Isolationsvorschrift noch? Isolationsvorschrift noch? Ja, die gibt's noch. Die gibt's noch. Die gibt's noch. Ja, so war das. Es ist nicht mehr ganz so schlimm. Das Einzige, was man noch nicht tun darf, ist Konzerte spielen. Das ist ein bisschen sehr schade für zum Beispiel uns. Aber auch da, wie gesagt, ist es ein bisschen, vielleicht wird es irgendwann wieder losgehen. Nächstes Wochenende im Macmillars, Freitag und Samstag auf der Terrasse, hoffe ich. Je nach Wetter. Ein Lied, was wir auch gesungen haben zwischendurch, das handelte davon, das wurde, wie soll ich sagen, inspiriert davon, dass es plötzlich hieß, es gibt Hilfe vom Staat. Und ganz plötzlich hieß es dann auf einmal, nein, gibt es nämlich nicht. Und das veranlasste uns. Sprich deutlich. Depotalstraße. Das veranlasste uns zu folgendem kleinen, sensationellen Lied. Bitte singt mit. Der Topf ist leer, der Topf ist leer. Der Topf ist leer, der Topf ist leer. Keine Hilfe mehr für Leger, für Leger. Keine Hilfe mehr für Leger, für Leger. Hilfe für Leger, für Leger. Hilfe für Leger. Die Jungs mit dir. Der Topf ist leer, der Topf ist leer. Der Topf ist leer, der Topf ist leer. Keine Hilfe mehr für Leger, für Leger. Keine Hilfe mehr für Leger, für Leger. Keine Hilfe mehr für Leger, für Leger. Hilfe für Leger, für Leger. Der Topf ist leer, der Topf ist leer. Welch fantastischer Kanon. Und danach gab es dann doch wieder Hilfe. Und die kam dann vom Bund und dann hieß es, die kriegt ihr, aber ihr dürft nicht dran gehen. Genau. Ihr braucht nämlich dafür einen Betrieb. Genau. Wir durften Betriebskosten decken und hatten plötzlich keinen Betrieb, denn unser Betrieb sah so aus, dass wir uns auf diese Couch gesetzt haben und für euch Videos gemacht haben. Also ein bisschen Betrieb war das schon, aber ganz bisschen.
An der Stelle kommen wir zum ersten Teilnehmer des großen Finales zur großen Corona-Hit-Meisterschaft. Und das erste Lied, was antreten wird, ist... Ich gucke. Coronavirus vom 3.6. Es gewann seine Gruppe C mit 71% und es gewann das dritte Drittelfinale mit 65%. Nicht schlecht. Als es im Frühjahr kein Klopapier gab, lag das am Coronavirus. Die Leute fluchten, denn auch Nudeln und Mehl, die bekam man sehr schwer. Beinahe wie in der DDR. Als alle Menschen auf Abstand blieben, lag das am Coronavirus. Das ganze Leben kam plötzlich zum Stehen, man isolierte sich ganz und das hieß soziale Distanz. Man durfte nicht mehr zu den eigenen Eltern gehen, um sie zu schützen, sowas war leicht zu verstehen. Im Geschäft setzt man eine Maske auf, ja alles das nahmen wir gern. Noch gestern war der Kalender so voll, doch schon am nächsten Tag waren wir komplett abgesagt. Wir wollen wieder auf der großen Bühne stehen und wir wollen euch endlich wiedersehen. Coronavirus. Was für ein schönes Lied. Genau, an der Stelle möchten wir euch ein paar Fakten über unsere Quarantänezeit zu Gemüte führen. Wir haben tatsächlich 78 Videos gemacht. Heute ist das 79. Video, das wir machen. Jetzt in 108 Tagen haben wir 78 Videos gemacht und dazu haben wir 50 Corona-Hits geschrieben. Genau. In Wirklichkeit haben wir, noch mehr Corona-Hits geschrieben, aber viele davon haben es einfach wirklich nicht geschafft. Also so eine Nummer wie... Dann drah die nicht um. Schau, schau, Corona oder das Virus geht herum. So Sachen haben wir versucht. Das kenne ich noch nicht mal. Ja. erinnerst du dich an dieses eine Kinderlied? Ja. Welcher Tonart war das? Das ist doch egal. Das ging gut. 10 kleine Infizierte, die sich des Lebens freuen. Die machten alles wie vorher und infizierten 9. 9 kleine Infizierte haben Party gemacht. Abends im Club und infizierten 8 kleine Infizierte, die Fußball spielen lieben, gingen Samstag ins Stadion und infizierten 7. Dann da
dann fehlen ein paar Strophen und das Ende sollte dann sein. Ein kleiner Infizierter blieb allein zu Haus und steckte niemanden mehr an und alle durften raus. Ja, ich habe ein schönes Lied. Ich habe zwischendurch gedacht, das geht los, 10 kleine Infizierte infizieren 9. Und das heißt, der R-Faktor ist bei 0,9 und es gibt kein Problem mehr. Deshalb habe ich gedacht, wir lassen das Ding weg. Kommen wir zu Startnummer 2. Ja, ich lose. Ein großartiges Lied wird jetzt kommen. Ich lose. Da ist es. Das Corona mit der Sonnenbrille vom 12.04. Ostersonntag gewann die Gruppe A mit 52% und gewann das erste Drittelfinale mit 48%. Da ist es. Das Corona mit der Sonnenbrille, ulala, ist ein Virus, keine Bazille, ulala. Ich brauch jetzt morgens schon einen Schnaps. Das Corona mit der Sonnenbrille, ulala, dagegen gibt's noch keine Pille, ulala. Drum müssen wir zu Hause sitzen, ulala, um Opa und Oma zu schützen, ulala, denn gehen wir nicht an sie heran, stecken sie. Hallo Tante. Und jeder kennt den guten Grund. Zu Hause bleiben wir gesund. Doch auch Corona geht vorbei. Und dann sind alle wieder frei. Und dann feiern wir für 2. Ach Quatsch, für 3. Die Dani hat gehustet. Ich hau nicht auf den Klopf, denn das ist jetzt auch vorbei. So. Das war Start Nummer 2, das Corona mit der Sonnenbrille. Fandet ihr es besser als Coronavirus? Dann stimmt für Koro mit der Sonnenbrille. Oh, Koro. Koro, wie darf ich da? Wir dürfen jetzt Koro sagen. Zu ihm sagen. So, was gibt's noch so? Dani, weißt du sonst noch was über unsere Zeit? Ja, tatsächlich. Wir haben einen Corona-Hit geschrieben, das tatsächlich 0 Stimmen bekam. In der ganzen Corona-Hit-Meisterschaft. Welches war es? Es war: Wir waschen die Hände bei Tag und bei Nacht. Wischwasch. Sicher? Oder war es ein Virus lähmt die ganze Welt? Ich weiß es nicht. Ein Virus lähmt die ganze Welt. Ein Virus lähmt die ganze Welt. Corona. Naja. Eins von den beiden Eins hat 0 Stimmen gekriegt. Ich habe zwischendurch auch noch, wie gesagt, es gab noch viele, viele, viele Ideen, die wir gemacht haben. So Sachen wie am Anfang des Jahres war der Kalender so voll. Wir fühlten uns toll, doch da über Nacht kam Corona. Lala, kakaka, Corona. So ähnlich wäre das geworden. Das hätte ich auch gut gefunden. Wie war das andere Kinderlied, was wir gemacht haben? Ich weiß es ja. Haben wir auch nicht weitergemacht. Quarantäne ist Pflicht. Deshalb zieht euch eine Maske vors Gesicht. Mal ins Geschäft. Was tut ihr, wenn ihr jemanden trefft? Herzlich drücken! Nein, 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 lass das sein, sein, sein. Ich sag nein, 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 tu das nicht. Denn die Forscher haben entdeckt, dass sich niemand mehr ansteckt, wenn dann jeder auf der Welt 1,50 Meter Abstand hält. Das war auch schön. Tatsächlich sind mir dazu die Ideen ausgegangen. Deshalb gab es nur eine Strophe und ich wollte am Ende doch lieber längere Lieder schreiben. Kommen wir zum dritten Lied direkt. Dritter Teilnehmer. Warte, da kann es ja nur noch einen geben. Das Problem ist, dass die Dani alle Zettel hinterher wieder reinwirft und man hinterher nicht mehr weiß. Der dritte Teilnehmer heißt Überraschung, Isolation. Vom 29.05. Gruppe B gewann die Gruppe B mit 47% und das zweite Drittelfinale mit 48%.
Übrigens, es gibt noch einen Fakt. Barbara Ann und also Isolation und Jenseits von Eden, das heißt Coronavirus, waren tatsächlich nur 2 Tage auseinander. Da hatten wir eine kreative Woche. Er fängt an. Nein, wir fangen zusammen an. Ich habe den Ton A. Wer will, darf sich bei mir draufhängen. Bist du da? Isola, Isolation, Isola, Isolation, Isola, Isolation, 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 es kam aus Wuhan, es steckt hier alle an, es breitete sich aus, darum bleibt ihr zu Hause, denn Isolation, Isolation, danach geht es an mir, denn es geht ja schon auf jeden Fall. Zwei Isolation, es wochen schon. Isolation, wir befürchten sehr, dann kommt noch mehr Isolation. Isolation, 2 Stunden später dann mach ich den Fernseher an. Ich träum schon nachts davon, geht's in Essen, Marathon, Isolation. Es wochen schon. Und wir befürchten sehr, dann kommt noch mehr Isolation. Isolation, das Leben ist grad doof. Wir wandern über den Hof, sitzen dumm herum und fällt unser Publikum in der Isolation. Es wochen schon. Wir befürchten sehr, da kommt noch mehr Isolation. Isolation. Lika! Darf vielleicht noch ein Grund Quarantäne sein? Aber nur mit süß-saurer Soße. Aus dem Hintergrund müsste Rahm schießen. Rahm schießt! Tor! Deutschland ist Weltmeister. Wir fragen uns jeden Tag, was wird heute abgesagt? Wir haben es gerade schwer, trotzdem bleiben wir nicht in der Isolation. Es wochen schon. Und wir befürchten sehr, da kommt noch mehr Isolation. Isolation, Isolation. Isola, Isolation. Isola, Isolation. Isola, Isolation. Isolation. Yeah! Das waren sie. Das war Start Nummer 3, Isolation. Damit haben wir sie alle 3 zusammen. Soll es sein? Coronavirus oder das Corona mit der Sonnenbrille oder Isolation. Eines von diesen 3 Liedern werden wir zum absoluten Corona-Hit küren. Was haben wir gesagt? Am Mittwoch? Am Mittwoch. Am Mittwoch werden wir es euch sagen, wer es geworden ist. Dazu bleibt dann die Frage, was passiert mit uns? Was machen wir jetzt weiter? Wir haben uns erstmal gesagt, wir werden diese Woche aussetzen. Wir werden euch am Mittwoch noch sagen, welches Lied gewonnen hat. Und dann werden wir den Rest der Woche pausieren. Denn wir müssen uns tatsächlich ein bisschen fragen, was wollen wir weitermachen? Wollen wir weiter coole Videos um 19 Uhr machen? Wie sollen die aussehen? Die Corona-Hit-Hitmeisterschaft ist vorbei, die Isolationsphase ist größtenteils auch vorbei. Wenn ihr Ideen habt, schickt sie uns, wir freuen uns über alles. Sagt uns, ob ihr weiter auch sowas gucken wollt von uns. Darüber hinaus könnt ihr uns jetzt natürlich ja auch schon wieder für kleine Sachen buchen. Das heißt, wenn irgendjemand Geburtstag hat und ihr braucht jemanden, der in der Einfahrt ein Ständchen singt oder in der Garage oder an der Badewanne, alles das geht jetzt schon wieder. Für kleine Gruppen dürfen wir schon wieder Musik machen. Ihr könnt uns also jetzt auch schon wieder live anfragen. Genau. Und wer nicht weiß, was er jetzt abends tun soll, wir haben 78 Videos gedreht in letzter Zeit. Und davor gab es die Countdown-to-Jubiläumskonzertrunden und so weiter. Ihr könnt jeden Abend noch ein bisschen leger gucken. Hat vielleicht irgendjemand, ich glaube, es gibt Leute, die alle 78 coolen Videos um 19 Uhr geguckt haben. Ich glaube, es sollte einen kleinen Club 78 Badge geben. Ja. Schreibt uns, wenn ihr alle 78 Videos geguckt habt. Und jetzt passt auf. Ihr geht auf www.leger-unplug.de. Stimmt da ab, welches dieser 3 Lieder, ich sage es nochmal, Coronavirus oder das Corona mit der Sonnenbrille oder Isolation. Welches dieser 3 Lieder euer Favorit ist. www.leger-unplug. Und dann
gibt es tatsächlich immer noch die Möglichkeit, unseren virtuellen Hut zu bedienen, weil wir ja nicht zu euch kommen können und euch unseren sensationellen Corona-Abstandshut unter die Nase halten können. Tut gerne was rein und ja. Wir hören uns Mittwoch und dann schauen wir mal, vielleicht sehen wir uns alle bald irgendwann live. In Kofferen, im Mac-Müller. Zum Beispiel. Und bis dahin, bleibt gesund. Toilet paper will return. Toilet paper will return. Toilet paper will return in a year or two.